Hallo, Sie hören hier, weiter geht es mit Final Fantasy Tactics. So, wir sind in unserem ersten Battle, nicht unserem ersten richtigen Battle, würde ich sagen, weil wir unsere Charaktere noch nicht so frei bestimmen können. Aber wir haben ein paar vorgefertigte Charaktere. Ich will allerdings Ramsay hier drüben haben für diesen Kampf. Ihr könnt also hier, auch wenn Ramsay am Anfang hier steht, ihn immer noch bewegen, indem ihr ihn mit X auswählt und dann die Position ändert. Ansonsten, wenn wir auf die Schultertasten drücken, können wir durch unsere anderen Charaktere durchswappen. Was ich machen möchte, ist die Charaktere auswählen, die Broadswords haben, einfach weil diese ein bisschen mehr Damage machen. Ne? Broadsword ist einfach besser als ein Dagger. Ansonsten Einen Chemist will ich mitnehmen. Das sehen wir auch oben. Schaut mal oben rechts. Da haben wir Chemist. Hier haben wir zum... Oh, Moment. Nein. Du dein. So, genau, weil ich bei auf dir bin. Du bist Squire, Chemist, Squire, Chemist. Wir haben zwei Chemist und einen... und den Rest, der Rest sind Squire auch. Ramsay ist aktuell ein Squire. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Du gehst darüber. Und links im Bild sehen wir, ja, wie viele Positions wir ausführen können. Das heißt, fünf Charaktere können wir auswählen. Das heißt, einen können wir noch nehmen. Machen wir... Haben wir noch einen mit einem Broadsword? Nee, wer oben so ausgeblaut ist, nicht ausgegraut ist, der ist bereits auf dem Feld. Dann nehmen wir noch einen mit einem Dagger. Okay, so sieht es gut aus. Okay, dann Start. Commence Battle. Yes. Alles klar. Merkt euch aber die Namen und die Aussehen dieser, wobei Aussehen ist eigentlich immer gleich, je nachdem, was ihr für eine Klasse habt. Nur männlich und weiblich unterscheidet sich halt. Aber merkt euch die Namen nicht so lange, denn ich habe vor, diese ganzen Charaktere zu ersetzen. Aber wie gesagt, das werde ich wahrscheinlich im nächsten Part machen, weil wir da die Möglichkeit haben sollten, das Ganze anzugehen. So, Muppets. Meinst du? Die denken wirklich, dass die einfach durch uns durchkommen, oder wie? Ist ja fast wie Orin. We cut through, sind wir Sins Schuppen, oder wie? Aber gut, Objective. Wir müssen alle Gegner besiegen. Ab hier sind Erfahrungspunkte tatsächlich Erfahrungspunkte. Das heißt, wir wollen hier natürlich versuchen, so viel wie möglich an Erfahrung für Ramsay mitzunehmen. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Beziehungsweise, wir können es beeinflussen, aber nur zu einem gewissen Grad. Wobei ich in Speedruns gesehen habe, dass es einiges an Manipulationen gibt, aber das sind Sachen, die ich gar nicht erst anstrebe, ja. Denn das ist mir ein bisschen zu hardcore. Aber ist interessant, ich glaube so ungefähr 5 Stunden dauert ein Speedrun durchschnittlich für das Spiel. Was jetzt nicht sehr lang klingt für mich, weil das Spiel ist eigentlich so ein 25 bis 30 Stunden langes Spiel. Aber gut, je nachdem auch, wie sich Kämpfe bewegen werden und wie sich Kämpfe im Endeffekt auszahlen, was Erfahrungspunkte angeht, kann es sein, dass ich eventuell ein bisschen was an Grinding durchführen werde, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Und ihr seht schon da übrigens Höhe auf 7, das heißt, je nachdem, wo wir uns hinbewegen, sind wir höher oder niedriger, was auch wieder mit Attacken und Radius und so weiter zu tun haben wird. Aber gut, jedenfalls, wir stehen direkt vor unserem Gegner. Wenn wir versuchen würden anzugreifen, haben wir eine 95% Chance. Das ist relativ hoch, aber selbst diese 5% können noch daneben gehen. Deswegen möchte ich lieber Rush einsetzen. Rush, attack by ramming into one enemy's body. Und zwar mit einem 100%igen Chance. Ich mache zwar weniger Damage, aber es könnte sein, dass der Gegner nach hinten weggedrückt wird. Ja, so zum Beispiel. Und schaut mal, auch wenn er 9 Damage stand, kann es passieren, dass wir mehr Damage machen. Das ist eigentlich auch ganz nice. Was auch noch wichtig ist, ist, dass wenn ihr Charakter habt, zum Beispiel jetzt habe ich mehrere Squire auf dem Feld. Das heißt, wenn ein Squire eine Ability durchführt, kriegt der zwar JP, aber alle anderen kriegen ebenfalls Erfahrungspunkte für Squire. Und das heißt, auch wenn jemand zum Beispiel nicht Squire ist, sollte er trotzdem Erfahrungspunkte für Squire haben. Das heißt, ihr kriegt je nachdem für alle möglichen Klassen Erfahrungspunkte, um da dann neue Job-Abilities zu lernen. Ihr müsst also nicht einen Charakter durch alles durchbewegen. Und ja, wir sind aus der Familie Beowulf. Schaut mal, Academy mit K. Ich dachte, das ist die Version, die über Rechtschreibung drüber gegangen ist, aber anscheinend auch nicht so wirklich. Aber gut, keine von euch. Ja, None Shall Pass. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy XIV. Ich glaube, da habe ich mal ein Video zu gemacht, aber hey. Jedenfalls, ja, wir sind Ramsay. Oder wir sind gerade dran, wollte ich sagen. Und ja, Ramsay hat immer Bravery und Faith von 70, was vielleicht auch nochmal wichtig ist. Es sind relativ gute Werte für beides, was eigentlich nur heißt, dass ihr Ramsay in magisch oder physisch bewegen könnt bei eurer Entwicklung. Ich werde ihn in physisch entwickeln, aber ihr könnt definitiv beides machen. Schaut mal, Damage von 20, trifft zu 100%, das ist das, was wir wollen. Nice.
Erfahrungspunkte, JP, alles, was wir haben wollen, schön und gut. Ich würde fast sagen, du wirst die Runde tatsächlich abwarten. Einfach weil ich meinen Chemist bereit haben will, dass, wenn ich jemanden heilen muss, sofort eine Potion schmeißen kann. Denn genau, Chemists schmeißen Potions, um zu heilen. Und können die tatsächlich ein paar Felder weit weg bewegen. Andere Charaktere, die auch Items benutzen können, wenn ihr das gelernt habt, können sie nur auf sich selber oder auf Felder, die genau ein Feld vor ihnen sind, benutzen. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Warte mal noch. Weil ich habe die Vermutung, dass Ramsay ein bisschen auf den Arsch kriegt. Und klar, der Leader hätte ich auch heilen können. Aber weil dieser Chemist kein Chemist ist, den ich mitnehmen will auf die lange Reise, ist es mir eigentlich egal, diesen zu heilen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Deswegen, mit diesem zu heilen, das wollte ich sagen. Aber wenn es halt sein muss, dann muss es halt sein. Und bei Ramsay muss es definitiv sein. Deswegen habe ich gerade ein Auge auf ihn. Vor allem, weil der Leader, ja, Ramsay nicht mitbeschützt. Und schaut mal, genau so kann man heilen. Der Gegner macht's ja gerade. Ihr schmeißt also quasi auf diese Art und Weise eine Potion auf einen anderen Charakter. Wenn ein Gegner dazwischen steht, dann würde er diese abfangen und halt den Effekt dieser Potion bekommen. Das heißt, ihr wollt nicht unbedingt etwas schmeißen, wenn zwischen euch und dem Gegner, zwischen euch der Gegner steht. Aber das war ja in diesem Fall für uns nicht so gewesen. So, schauen wir mal. Ihr seid hier gegen zwei. Ich würde fast sagen, du gehst lieber hierhin, weil durch unsere eigenen Charaktere können wir gehen, durch Gegner nicht. Und wichtig ist eigentlich, ihr solltet euch immer auf einen fokussieren und den am besten mit mehreren Charakteren bashen, damit ihr die Gegner relativ schnell down kriegen könnt. Schauen wir mal. Du hast noch 35, du hast 33. Ich würde sagen, du bewegst dich hierhin ins Wasser, was ich eigentlich nicht so mag, weil je nachdem, wenn ihr im tiefen Wasser seid, könnt ihr zum Beispiel keine Aktion mehr durchführen. Aber dieses mittelhohe Wasser ist anscheinend nicht so schlimm. Und so können wir dich dann ein bisschen bashen. Schau mal, wo willst du hin? Echt, mein Chemist? Ist aber nicht so nett. Aber schauen wir mal so, wenn ich dich jetzt nehme, wohin kannst du gehen? Du kannst eigentlich, ja, eigentlich ist es das Beste, wenn du den da treffen kannst. Das wäre natürlich super. Ich würde sagen, du setzt lieber Rush ein. Sollte reichen, um den zu killen. Nice, aber ganz schön knapp, ne? Hatte noch 6 Lebenspunkte, glaube ich. Okay, das wär's. Und die 3 über dem Kopf von einem Charakter, der down ist, das bedeutet, ihr habt 3 Züge Zeit, diesen Charakter wiederzubeleben. Schafft ihr das nicht, dann ist der Charakter für immer verloren. Das gilt auch für unsere Charaktere. Das ist also definitiv wichtig, im Kopf zu behalten. Du hast 33, dich muss ich wahrscheinlich nicht angreifen. Ich würde mich eher um dich kümmern. In der Hoffnung, dass du den schaffst, Ramsay. Nice. Wenn jemand einen killt, kriegt ihr auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Das ist auch nochmal wichtig. Der letzte Schlag bringt etwas mehr. Ich würde fast eher sagen, du schmeißt die Potion rüber auf Ramsay. Wenn mein Chemist hier drauf geht, stört mich das nicht so sonderlich. Weil, wie gesagt, der Chemist in diesem Fight interessiert mich nicht so wahnsinnig. Deswegen ist okay. Eigentlich keiner außer Ramsay. Selbst wenn der Leader drauf geht, ich glaube, der spielt wirklich gar keine Rolle. Das heißt, der muss auch nicht in 3 Runden gerettet werden oder sowas. Wenn der Leader stirbt, dann ist es halt so. Der ist nach dem Kampf sowieso wieder da. Also der wird nur ausgemacht, tatsächlich. Ramsay allerdings, ich glaube, wenn Ramsay down ist und 3 Runden nicht wiederbelebt wird, dann seid ihr Game Over. Das sollte euch also definitiv nicht passieren. Heutige Folge ist immer noch gesponsert von Tee, genauso wie Metal Gear Solid. Wo ich vorher war. Schauen wir mal. Da hinten war doch noch ein... Moment, wo? Moment. Schauen wir mal, ihr habt den da. Dich sollte ich eigentlich klatschen, ne? Aber... Ah, Moment, da ist mein Gegner. Uiuiui. Ich hätte fast meinen eigenen Charakter angegriffen. Nee, stimmt, du bist mein Gegner. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, so, wann bist du da hingegangen? Aber gut, dann wollen wir dich klatschen. Du hast noch 17 Lebenspunkte, das ist okay. Musst du ein bisschen darauf achten, dass du mir nicht drauf gehst, aber wenn es passiert, ist es halt so. Aber zu zweit, ja, seid ihr deutlich stärker. Gib ihm, ich versuch's. Nice, einfach weil er jetzt nur noch 16 Punkte hat. Das war es definitiv wert. So, du, bei dir ist das jetzt die Frage, du bist noch voll. Ich würde aber eher die Chance ergreifen, den hier zu legen. Genau, weil das ist das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr den Gegner von 3 Seiten... Echt? Das ist aber ein bisschen wenig Damage. Habe ich eigentlich mehr erwartet, aber gut. Nächste Runde sollte der drauf gehen. Tötest du meinen Chemist, echt? Pff, von mir aus. Wie gesagt, das ist nicht so wild. Hauptsache ist wirklich, dass Ramsay wieder aufgeladen wurde. Und du kannst... Ja, wahrscheinlich...
Ich würde fast eher dafür sorgen, dass der Gegner ein bisschen rauskommt, weil aktuell haben wir damit eventuell ein Problem. Wenn nämlich dieser Chemist da oben stehen bleibt und ich nur einmal pro Runde zuschlagen kann, dann wird er sich wahrscheinlich auch wieder erholen. Und das gefällt mir nicht. Sprich, der würde die ganze Zeit auf sich selber Potions verwenden, um nicht zu sterben. Einfach, der Gegner geht quasi in Rettungsmodus und das kann dann anstrengend werden. Deswegen würde ich versuchen, dass er uns erstmal ein bisschen näher kommt und ihn dann mit zwei oder noch besser mit drei Charakteren umrunden. Einfach damit ich ihn dann in Ruhe klatschen kann. So, wo ist mein Gegner? Hä? Haben wir den hier schon geklatscht? Ach, da bist du. Mensch, ey, ich hab dich zuerst nicht gesehen. Du hast dich echt hinter dem Haus versteckt, mein Kleiner. Aber da ist er down. Nice. Okay, jetzt zu dir da drüben. Das heißt, das Beste wirklich, was wir machen können, ist versuchen, den Chemist quasi einzufangen. Dir gehen wir ungefähr dahin. Warten noch ein bisschen. Und mit dir gehe ich. Wie viele Lebenspunkte hast du? Ah, du bist voll. Okay, warten wir mal kurz hier. Schauen wir mal, wie er reagiert. Okay, er kommt sogar näher. Sauber. Okay, und er hat nicht mal eine Waffe ausgerüstet. Ey, mit 3 Damage. Holy fuck. Okay, das ist jetzt wirklich kein Problem. Das heißt, jetzt sollten wir ihn... Ah, Moment. Nein. Dahin bitte. Wollte schon sagen, die Perspektive hat mich da quasi kurz überlistet, aber nicht so schlimm. Warte da und Ramsay darf den finalen Schlag machen, das gefällt mir. Ungefähr... Ach Mist, du hast noch 2 Lebenspunkte. Okay, ein bisschen noch. Na dann, finish him. Easy. Ja, definitiv nicht so schwer. Ich muss dazu sagen, das Anfangsspiel ist definitiv schwerer als... wo sich das Spiel später hinbewegt, wenn man gut seine Charakter aufbaut. Aber, naja. Ja, Ramsay, die hätten in Ruhe sterben können, wenn sie sich gut benommen haben, aber im Endeffekt, vielleicht haben diese Leute, sind sie zu Dieben geworden, weil da, wo sie leben, einfach nichts mehr gewesen ist und sie sich nicht anders zu helfen wussten. Aber gut, man darf nicht vergessen, Ramsay kommt aus gutem Hause, er ist sowas also nicht gewohnt, ja. Aber es gibt tatsächlich Leute, die nur so überleben. Und hey, wir haben ein Mithril Knife, eine Phoenix Down und eine Potion bekommen. Mehr Items muss man tatsächlich verwenden, das heißt, auch wenn man den Befehl für einzelne Items hat, muss man diese Items auch konsumieren, wenn man sie benutzt. Das heißt, wir können nicht den Befehl Potion einsetzen, wenn wir keine Potions haben, grob gesagt. Alles klar, und ab jetzt haben wir die World Map auch freigeschaltet, das ist schon mal gut. When you see the orchestra selecting a symbol and press an X will open a new... Genau. Wir können also je nachdem, wo wir sind, noch einiges machen. Sehr gut, wir haben eigentlich ganz... Der Kampf ging eigentlich relativ schnell. Schneller, als ich erwartet hatte. Und ja, so sieht das dann aus, wenn die Karte sich öffnet. Aber deswegen können wir eigentlich das Tutorial-mäßige in diesen Part packen. Denke ich, das ist ganz gut. Denn, gut, gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Wenn wir 3 drücken, seht ihr schon, sind wir hier auf diesem Menü, wo wir uns bewegen können, unsere Charaktere angucken können. Chronicle zum Beispiel auch, wo wir über verschiedene Personen ein bisschen was erfahren können. Sorry, Personal, ihr seht schon, dann können wir über Ramsay was lesen, zum Beispiel, er ist 16 Jahre alt, oder wir können über The Leader etwas lesen. Ist ein bisschen wie der Datalog in Final Fantasy 13. Wenn ihr da Interesse habt, dass ich irgendetwas noch genauer eingehen sollte, lasst mich das wissen, aber insgesamt sind hier die Sachen, ja, für Background-Story schon interessant. Hier ist zum Beispiel auch der Marquis, ne? Moment, wo ist der Marquis? Moment, ich habe ihn noch eben gesehen, hier ist er. Marquis. Du hast er, ja, das ist der hohe Marquis. Aber gut, oder Marcus, je nachdem. Und ansonsten haben wir, ich glaube, Data ist nur zum Speichern, ne? Okay, ja, Data ist zum Speichern, alles klar, will ich jetzt gerade nicht. Können wir gleich machen, Options, kann ich den Text eigentlich beschleunigen? Ah, ist egal. Tutorial ansonsten muss nicht wirklich sein, könnt ihr machen, wenn ihr wirklich wollt, aber ich denke, ich werde euch alles erklären, was für das Spiel wichtig ist oder was ich euch zeigen möchte. Dann haben wir die Möglichkeit, in die Stadt zu gehen und da können wir zum Beispiel in der Taverne ein bisschen was an Informationen, an örtlichen Rumors und so weiter holen. Ist also nicht so wie in Final Fantasy Tactics Advance, weil da muss man sich in der Taverne immer die neuen Missionen holen. So funktioniert es hier halt nicht. Wir haben hier eine tatsächliche Story, die nach und nach weiter etabliert wird. Deswegen können wir das auch erstmal stehen lassen. Dann haben wir noch die Warriors Guild und bei der können wir neue Charaktere kaufen, was gleich nochmal wichtig wird. Wir können auch die Namen anscheinend hinterher ändern, was auch nochmal ganz gut ist. Aber gut, wenn wir jetzt auf unsere Party gehen, seht ihr schon, haben wir hier verschiedene Charaktere mit verschiedenen Sternzeichen und das ist halt für das Spiel wirklich wichtig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel
Schauen wir mal, wir gehen auf Ramsar. Und dann sollte ich eigentlich... Schauen wir mal, wo kann ich nochmal... Wie kann ich nochmal dein Sternzeichen ansehen, mein Lieber? Moment, Moment, da will ich gleich hin. Schauen wir mal, wie kann ich... Ah, Select und da haben wir es. Nein, da. Genau, hier sehen wir zum Beispiel, was ist sein Sternzeichen? Guardian Constellation of Capricorn. Compatibility with other signs. Das heißt, wir sehen hier einfach mal eiskalt, was sind wir für ein Sternzeichen und gegen was sind wir gut, gegen was sind wir schlecht. Das ist halt so eine Sache. Ihr seht schon, hier sehen wir es dann im Screen. Wir sind zum Beispiel gut mit anderen Taurus oder mit Virgos, also mit Stier oder ich glaube Jungfrau. Und dann gibt es halt andere, mit denen wir nicht so gut zusammenarbeiten. Und das ist halt wirklich, wirklich wichtig in diesem Spiel. Denn darauf solltet ihr eure Gruppe aufbauen. Und das ist der erste und dann anscheinend auch beste Punkt, wo ihr eure Gruppe entsprechend aufbauen könnt. Weil stellt euch vor, ihr habt jetzt einen Mitspieler, der euer Buffer ist und der kann euch aber nicht gut... Ihr habt keine gute Compatibility. Das heißt, klappt der Buffer am Ende nicht und dann kriegt ihr Haste nicht. Und der Kampf ist einfach im Arsch oder ihr kriegt die Heilung nicht. Und das ist was ich nicht möchte. Und deswegen können wir da gleich dran arbeiten. Was wir aber zuerst machen wollen, ist also deswegen alle anderen Charaktere rausschmeißen. Ihr seht schon, ansonsten haben sie auch nicht das Sternzeichen oder sie haben nicht Bravery oder Faith, was ich gerne haben möchte. Und deswegen verlasse ich mich nicht auf diese random Charaktere. Du zum Beispiel, gut, der hat einen guten Bravery-Deal, aber ist nicht das Sternzeichen, was ich gerne hätte. Sonst hätte ich den Namen auch ändern können. Das wäre natürlich dann besser gewesen, aber ist leider nicht der Fall. Damn, du hast sogar verdammt gut Bravery und Faith. Aber wie gesagt, das ist leider nicht das Sternzeichen, was ich brauche. Du auch nicht, deswegen fliegst du auch und du auch nicht. Das ist natürlich schade. Das ganze Equipment müsst ihr den Charakter nicht abnehmen, es wird euch im Inventar bleiben. Deswegen ist das schon ganz gut, ansonsten kann ich dir übrigens dein Broadsword mal klauen. und es selber ausrüsten und ansonsten kann ich dir auch deine Leather Cap klauen. Warum denn nicht? Du bleibst bei dem Broadsword erstmal, dankeschön. Du bleibst bei dem Broadsword. So, was ihr dann aber machen wollt, ist eure Gruppe entsprechend anpassen. Das heißt, wir wollen neue Charaktere haben, die zu unserem Capricorn passen. Das heißt, was wir haben wollen, ist ein männlicher Taurus. Das heißt, wir gehen hier drauf, drücken auf neuen männlichen Charakter und wir sehen dann oben, ja, das ist halt leider immer random, was wir bekommen. Wir sehen das Sternzeichen, Bravery und Faith. Und sogar selbst Speedruns arbeiten mit dem, weil einfach mit random Charakteren zu spielen ist einfach eine Qual. Und ihr seht schon, der hat zwar einen guten Bravery-Wert, aber ist auch nicht das Sternzeichen, was ich will. Das heißt, ihr drückt XX und wenn es nicht passt, Kreis, Kreis, dann XX. Und was ich haben möchte, ist ein Taurus mit mindestens 70 Bravery für meinen männlichen Charakter. Und das kann tatsächlich ein bisschen dauern, wie ihr schon sehen könnt. Normalerweise dauert das für mich so 10, 15 Minuten, bis ich die drei Charaktere habe, die ich haben will. Ich will nämlich dazu noch zwei Female Virgos haben, die mindestens 70 auf Faith haben. Aber wie gesagt, das kann sich tatsächlich ein bisschen ziehen. Glücklicherweise habe ich aber genau deswegen, weil ihr schon seht, dass ich das hier wirklich ziehen kann, ein paar Charaktere vorbereitet. Das heißt, ich kann glücklicherweise sagen, dass wir auf Data gehen und einfach nur meinen Safe laden müssen. Ich müsste kurz überlegen, welcher Safe das ist. Ich vermute, dass es dieser hier ist. Schauen wir mal kurz. Bin ich sicher, entweder es dürfte dieser hier sein, weil wenn ich jetzt auf mein Party-Roster gehe, ja, das sieht schon mal gut aus. Denn jetzt habe ich hier zum Beispiel T-Hawk. Ihr seht schon, ich habe hier aus Final Fantasy 1, aus meinem Original-Play, Shoutouts zu T-Hawk, zu Tommy, habe ich ihn nochmal zurückgebracht als meinen physischen männlichen Charakter, den ich entwickeln möchte. Mit 69 Bravery kann ich arbeiten. Und nein, 69 ist no pun intended. Das ist einfach der beste Wert, der dabei früh rausgekommen ist. Deswegen habe ich den genommen. Ansonsten haben wir nochmal Phoenix. Phoenix Down von Final Fantasy 1 ebenfalls. Shoutouts zu dem NOD-Commander, den ich hier auch nochmal wiederbelebt habe. Und als dritten Charakter habe ich im Moment noch den guten Aloha aus Final Fantasy 1. Aber ja, du bist mein zweiter Charakter für Faith, auch wenn der Bravery und Faith relativ gut bekommen hat. Also finde ich sogar durchschnittlich bessere Werte als für Phoenix. Interessanterweise, aber hey. Das heißt, mit den drei Charakteren will ich arbeiten und ich möchte dann, schauen wir mal, einen von euch beiden, wahrscheinlich, wenn ich mir eure Werte wirklich angucke, bist du der Charakter, also Phoenix, du bist mein Charakter, den ich gerne ein Class-Change machen lassen wollen würde. Wie genau funktioniert das? Wir drücken auf Dreieck beim Charakter, können hier ausrüsten, Abilities sehen, Jobs und genau da wollen wir hin, weil auf Jobs sehen wir dann, welche Jobs sind verfügbar. Aktuell
tatsächlich halt nur, also wir sehen halt nicht den Job, den wir gerade haben, der ist immer in der Mitte. Und ansonsten sehen wir hell, welche Jobs wir ausrüsten können und halt dunkel, welche nicht. Ich glaube, wenn ich auf Select drücke, genau, dann sehen wir hier, was wir dafür erreichen müssen. Für Squire nix und für Chemist genauso nix, weil diese beiden, ja, Chemist kann halt Items schmeißen, das ist für uns erstmal wichtig, aber die beiden haben keine Voraussetzungen, weil das sind unsere Basic Jobs. Squire bewegt sich in die physische und Chemist in die magische. Ansonsten haben wir hier den Knight schon mal angezeigt, aber für den brauchen wir einen Squire auf Level 2 und einen Archer, für den brauchen wir auch einen Squire auf Level 2. Aber gut, du wirst zum Chemist. Das heißt, du fängst an mit Items. Finde ich bei Phoenix eigentlich auch ganz passend. So, du bist aber für den Moment der einzige Charakter, auch wenn du hier ein Female-Charakter bist. Ich hoffe, das stört dich nicht, aber passt du halt besser in meine Gruppe rein. Aber bist erstmal der Einzige, den ich bewegen wollte. Und du kriegst dafür, einfach weil Chemist weniger Bewegungsmöglichkeiten hat, würde ich gerne die Battle Boots von Ramsay wegnehmen und sie meinem Chemist geben. Bam, weil die Battle Boots geben einfach Bewegung plus 1 und das ist für Chemist einfach am Anfang ziemlich wichtig. Mithril Knife ist okay, Abwehr-Items habe ich noch nicht. Könntest, ja doch, Mithril Knife ist okay. Ansonsten du, das Mithril Knife ist identisch stark. Na, dann macht es keinen Unterschied. Broadsword, Mithril Knife, aber du brauchst keinen Dagger, mein Lieber. Nimm doch lieber auch ein Mithril Knife. Achso, ich habe nur das eine. Gut, dann nimm das Broadsword. Entschuldigung. So, dann passt das. Ansonsten alle haben Ausrüstung. Dann können wir noch auf die Abilities selber gehen. Denn die sind auch nochmal wichtig, weil auf Assign, hier sehen wir, was wir alles als Auswahlmöglichkeit haben. Wir haben hier oben Metal, das sind halt Attacken von Squire selbst. Sowas wie diese Rush-Ability, die wir im letzten Kampf benutzt haben. Können da für zwei Felder auswählen. Das heißt, wir können von zwei Jobs, je nachdem, was wir gelernt haben, Abilities verwenden. Dann haben wir das hier, was Counter ist. Das heißt zum Beispiel, wenn einer angreift und wir haben als Counter einen Gegenschlag, solche Geschichten. Dann haben wir hier eine passive Ability. Das ist halt was für den ganzen Kampf über sinnvoll sein kann. Und dann haben wir eine Bewegungsability-Möglichkeit. Das ist das, was wir lernen oder auswählen können. So, und wir haben 292 JP, die habe ich halt im letzten Kampf damals hier bekommen. Und möchte damit direkt, wo ist es denn, JP Boost lernen. JP Boost ist super wichtig, denn JP Boost erhöht die JP, die man im Kampf lernen kann. Wichtig ist dabei, ich meine, in der Originalversion in Final Fantasy Tactics für die PS kostet JP Boost nur 200 JP und hier 250. Das ist also was man in Betracht ziehen muss. Das heißt, die PSP-Version ist tatsächlich ein bisschen härter, was einige Abilities angeht, aber schauen wir mal. Ja, so ist die Counter-Attack oder so, ist auch alles ganz, ganz cool. Aber JP Boost ist das Wichtigste, was ihr am Anfang bekommen könnt. Einfach weil es permanent für den Spielverlauf eure JPs erhöht. Und das heißt, jedes bisschen, selbst wenn ihr nur ein JP mehr pro Aktion kriegt, ist das ein JP mehr pro Aktion und lohnt sich definitiv. Ansonsten können wir dadurch, dass wir halt auch einen Chemist im Kampf hatten, ne, können wir auch schon Chemist-Abilities lernen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Potion mit ihm lernen und ich glaube Phoenix Down zum Beispiel auch noch. Interessiert mich jetzt gerade nicht so sehr, oder ja, zum Beispiel Auto Potion oder solche Geschichten, Treasure Hunter, alles ganz cool, aber wichtig ist für mich Potion, das heißt, wenn ich jetzt hier auf Assign gehe, kann ich ihm Items beibringen und das heißt, ab jetzt kann er alle seine Item-Möglichkeiten auch noch im Kampf einsetzen, ist, finde ich, ziemlich wichtig. Ansonsten bei dir, ja, alle, die nicht genug für JP Boost haben, werden für den Squire nichts lernen, aber zumindest Potion würde ich ganz gerne allen erstmal beibringen, einfach damit jeder im Kampf mit Potions agieren kann, für den Fall der Fälle. Nicht, dass es unbedingt sein muss, es gibt auch Situationen, wo wir das nicht unbedingt brauchen, aber einfach für den Fall der Fälle. So, Potion sollte mein Chemist auf jeden Fall können, ansonsten fände ich Phoenix Down auch ganz gut. So, Items hast du schon, das heißt, gleich könnt ihr ihm Fundaments, bringt dir aber nichts, du hast keine Fundaments, aber gut. Deswegen raus damit, macht keinen Sinn. Und du kannst gerne auch nochmal Items einstellen und ebenfalls erstmal Potion und Phoenix Down brauchst du nicht. Ich glaube, Phoenix Down reicht, wenn das mein Chemist hat. So, das sollte für den Moment also passen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich wenigstens einen mehr habe, der wiederbeleben kann. Aber ich bin mal mutig. Aber okay, das heißt, wir haben unsere Charaktere eingestellt. Das heißt, nun können wir uns über die Weltkarte bewegen. Entweder über Mandalay Plain, denn wir wollen nach Irgrove's Castle. Aber ihr seht schon, das ist der einzige Weg dahin. Wir können nicht so laufen. Der einzige Weg ist über das hier. Weil ich aber weiß, dass hier ein Random Encounter auf uns wartet, was kein Random Encounter ist, würde ich hier einen Save machen. Und weiter geht's dann definitiv beim nächsten Mal in Final Fantasy Tactics, wo wir den ersten tatsächlichen Kampf aufnehmen können. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.